Erklären Sie doch kurz, worum geht's denn bei Hate Speech? Hate Speech ist ein Phänomen im Netz oder Hass im Netz auch genannt und umfasst ganz viele verschiedene Sachen. Das geht von Cybermobbing, also Angriffen von im Nahbereich, bis zu Shitstorms, wo auch ganz viele auf einen Menschen sich zusammentun, aber sich eher nicht kennen. Aber und auch Hasskommentare, wo es ganz stark um Themen geht wie Erniedrigung von Volksgruppen, von Menschen, die denen man was Böses tun will, durchaus mit der Absicht. Und wo dann sozusagen Wellen von Hass durchs Netz ziehen können. Geben Sie doch ein Beispiel. Es gibt Beispiele für alles. Also in Deutschland ist bekannt der Fall von Renate Künast, die sozusagen im Netz ganz massiv angegangen wurde und die versucht hat, das vor Gericht auch zu klären. Und durch diese Gerichtsprozesse, wo dann Gerichte erstmal so und dann wiederum anders entschieden haben, ist erst die Frage aufgekommen, was ist eigentlich Hate Speech und was ist davon sozusagen illegal. Es gibt aber auch Beispiele im Nahbereich, wenn Schülerinnen sich von Klassenkameradinnen oder von unbekannt Sachen finden im Netz, die auf einmal dann, wo dann im Netz sie beschimpft werden oder sie erniedrigt werden, wo dann auf Aussehen geschimpft wird oder sonst etwas. Es gibt aber auch Fälle, wo Menschen wie weil einer Fußballkommentatorin, wo dann ein Shitstorm ausbricht, weil Menschen sagen, sie hätten doch als Frau nichts zu Fußball zu sagen, wenn es um Männerfußball geht. Und ich glaube, am letzten Beispiel sieht man auch sehr gut, dass es so etwas gibt wie die Tendenz, Menschen zum Schweigen zu bringen. Also gezielt, das Hassnetz wird ja häufig auch verteidigt oder als das muss man erdulden, weil es um Meinungsfreiheit geht. Und gerade wenn mir Meinungsfreiheit wichtig ist, finde ich, dass man Hassnetz nicht stehen lassen kann, sondern dass es darum geht, den Menschen, allen Menschen eine freie Meinung zu ermöglichen und auch denen, die sonst eher aus dem Netz gedrängt werden, die dann Facebook verlassen, Twitter verlassen oder sonst wo nicht mehr im Netz vorkommen sollen. Und was kann Erwachsenenbildung tun, um dabei zu unterstützen, mit Hate Speech umzugehen? Ich finde es ganz wichtig, dass es bei Hass im Netz nicht nur um Jugendliche geht, sondern auch auf die Erwachsenen schaut. Zum einen aus der Täterperspektive, weil viele der Täterinnen Erwachsene sind. Gerade auch aus meiner Generation, 50 plus, ist da gar nicht so mal so still. Aber dann auch, weil wir Erwachsene auch gefordert sind, einzugreifen und das nicht stehen zu lassen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir auch als Erwachsene direkt betroffen sind, wenn wir Hate Speech sehen, wenn wir Kommentare sehen, die wir nicht mögen, wenn wir Kommentare sehen, die auch uns schocken und die uns unangenehm sind. Und das Problem ist, Kommentare, die unangenehm sind oder Sachen, die unangenehm sind im Netz, digitale Gewalt, die wir sehen, dann agieren wir wie alle, wenn wir Gewalt sehen. Wir erstarren, wir sind geschockt, wir greifen vielleicht aggressiv an zurück oder wir fliehen. Und im Netz heißt das meistens, dass wir einfach nur weiter scrollen. Wir denken so, ups. Aber gerade dieses Weiterscrollen ist das, was für die Betroffenen unheimlich ein Problem ist, weil die Betroffenen sehen nur, da gibt es jemand, der greift mich an und alle Leute lesen das und niemand sagt etwas dagegen. Und das ist diese Dynamik, die sich gerade bei den Betroffenen auswirkt, die dann sagt, so, ups, ich bin ganz allein. Das heißt, wir als Zuschauende sind unheimlich gefordert, da was zu machen. Das heißt, in der Erwachsenenbildung, denke ich, braucht es Angebote für alle drei Gruppen. Mit den Täterinnen werden wir meistens mit relativ wenig Zugang haben, aber die sind natürlich auch in unseren Gruppen drin. Das heißt einfach auch, wir müssen davon ausgehen, die Täterinnen sind halt ganz normale Menschen unter uns, auch in unseren Kursen. Und wir müssen schaffen, dass wir dort ein bisschen Empathie gelingen können für das, was Hass oder was kommt, was Beschimpfung, Beleidigung, man muss ja nicht immer von Hass reden, direkt auch auslösen können im Netz. Wir müssen Angebote haben auch für Betroffene, wo wir sagen können, okay, was braucht ihr denn jetzt?
sei es Betroffene, die direkt betroffen sind, aber auch sei es Angebote haben für Menschen, die Social-Media-Gruppen moderieren. Einfach jeder, in jedem Verein gibt es irgendeine WhatsApp-Gruppe oder sonst was. Die müssen wissen, wie sie gehen damit mit Hass im Netz umgehen können, wenn das passiert, wenn Diskussionen schwierig werden. Und wir müssen Angebote haben für alle, für Leute, die zuschauen und sehen, was kann ich denn machen? Und diesen Menschen einfach ganz klar nahebringen, wie sie etwas machen können, wie sie Stopp sagen können, wie sie sagen können, nein, das sehe ich anders. Und wie sie diese Schwelle zum Handeln überschreiten können.